So, moin moin liebe Leute, sind wir heute beim neuen Part Let's Play Pokémon, was ja jetzt ein bisschen vorgezogen wird, also schnell zu Ende gebracht wird. In der letzten Folge habe ich ja aus Versehen die Tonspur nicht mit hier abgespeichert, werde ich heute diesmal nicht. Und dann werfen wir erstmal hier einen kleinen Blick ins Pokémon Center. Okay, wir wissen zwar, wie es aussieht von innen, aber naja. Dann nimmt sie unsere Pokémon kurz in Obhut und wir heilen sie erstmal. Also, wir heilen sie nicht, sie heilt unsere Pokémon so rum, ne? Also, hoffentlich versteht das wahrscheinlich jeder. So, Supertränke haben wir noch genug. Mondsteine brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Nuggets können wir verkaufen. X-Abwehr brauche ich eigentlich auch nicht. Also, ich verwende diese X-Items hier gar nicht. Nie. Sind immer nur so da, um gut zu sein. Oder wenn ich kurz Geld brauche, mal hier kurz schnell Geld reinzupumpen. Okay, ich bin zwar nicht sowas, in das man investieren kann, aber naja, pumpen hört sich ja gut an. Diesmal werde ich an Mankey hier trainieren. Okay, ach ja, ich weiß nicht, trainiere ich das Mankey weiter. Ich weiß nicht, ob Brandsaft besser ist als die beiden als Kikli und Nocturne. Nocturne, ja, mit Doppel-A, mit langem A. Ja, egal, erstmal fliegen wir erstmal rüber. Ja, doppelt erstmal. Fliegen rüber nach Lavandia. Und zwar wird das Ziel von unserem Part hier, glaube ich, sein, weil hier den ganzen Turm zu erklimmen. Und ich werde mir jetzt also Ziele für das Ganze hier stecken, aber das Ganze nicht nach Zeit machen, weil nach Zeit, ja, dann hackt man hier so zwischendurch ab und das ist unangenehm. Also betreten wir hier meinen Hassturm, ja? Den Pokémon-Turm. Hier oben war ja Gary, oder zumindest unser Rivale. Ja, keine Ahnung, man kann ihn ja Gary nennen. Ja, das Ganze sieht nebelig aus, ist aber kein bisschen nebelig. Hier oben war, glaube ich, noch ein Item. Na, ja, war es auch. Das weiß ich, weil ich ja hier gelb gezockt habe. Mit gelb bin ich ein bisschen weiter, aber naja, nicht ganz so viel weiter. Na egal, dann hier erstmal gegen... Ich habe gerade vergessen, ihr Text vorzulesen, aber auf jeden Fall kämpfen wir gegen Trutlinde. Ja. Und früher in der First Gen war es ja so, da gab es kein Unlicht und da hatte Psycho nur Käfer-Schwäche. Haha. Aber egal, das interessiert uns jetzt nicht. Wir sind hier in der dritten Generation. Falsche Attacke. Bringt das überhaupt was? Nein, hat's nicht wirklich. Groll. Groll, ja, ich groll auch. Und 3 reduziert. Ist eigentlich nur eine Attacke, die den Gegner, glaube ich, schadet. Weil eigentlich was Gewinn einbringen, das ist da nicht dabei. Es sei denn, man setzt gegen so Attacken ein wie Feuersturm. Dann nervt es einen extremst ab. Erstmal hier, Gyarados, mal ein bisschen hochtrainieren. Silberblick, nee, ist Attacke. Na, brauche ich die Attacke eigentlich? Nee, Gyarados noch nicht. Nee, natürlich nicht. Aha, verklickt. Ja, so, jetzt. Silberblick nicht leer. So, geht doch. Exorzisten Trutlinde. Exorzistin Trutlinde. Ja. Fluchtsaal. Okay. Haben wir das nur noch auch in der Tasche? Es sollten hier eigentlich noch irgendwo wilde Nebulax erscheinen. Also wir können beide Wege nehmen. Ich mache aber beide kaputt, denn wir würden ja alles machen, ne? Erstmal erscheint ein wildes Nebulax. Es ist sehr, sehr schwach, also werde ich das aber mal nicht beachten. Oder versuchen nicht zu beachten, aber es nervt Bedroher, wenn man sich mal so anguckt. Nervt Bedroher. Also Bedroher nervt eigentlich doch schon ziemlich. So sprechen die hier an. Verschwinde, böser Geist. Ich glaube, ich sollte das in einem anderen Tonfall sagen. Ach egal, wie kommen wir jetzt? Exorzistin Walburga. Jetzt Nebulak ein. Und wir haben Gyarados. Ja, nee, komm schon. Ja, bekackte Drohr. Jetzt setzt ein Biss ein, ja. Der Biss kommt zur rechten Zeit. Volltreffer sogar. Also finde ich gut. Finde ich gut. Schönes Gyarados. Tada. Dann geht's hier hoch. Ja. Wir haben hier herausgefordert, also nicht das Problem. Buhuhu, hui, buh! Okay, ja, das hört sich ziemlich dämlich an. Aber, wie kümmert's? Das ist das Spiel. Exorzistin Anastasia. Hey, so heißt der aus meiner Klasse. Egal. Dann besiegen wir es erstmal mit ihrem Level 25er Nebulak. Bedroher vermindert. Ja, das sollte nicht so das Problem sein. Dann geht's mal Biss. Perfekt. Und weg ist es. Ja, hey, hat sie sogar gerankt. Ja, Ne, das lass ich mal. Was mache ich hier? Ja, warum, was soll ich eigentlich? Ach ja, ich muss an den Pokémon, ich muss an die Spitze. Ah ja, doch, mal kurz hier oben weiter. Aha, wusste ich's.
Ich bevorzugt mal einen Weg unten herum, aber... Okay, unten herum hört sich jetzt auch wieder mal ein bisschen eigenartig an, aber naja, so ist das halt. Let's how it is, yo. Hey. Birte. Nebulak. Schon gut, nicht gegen Nebulak, sondern mit Nebulak. Sie hat ja das Nebulak, ich nicht. Nebulak gegen Nebulak, haha, das ist aber auch immer so ein richtig tolles Duell. Wenn ich Nebulak hätte, wohlgemerkt. Ist sehr effektiv, ja. Wer weiß, wer weiß. Ach ja, ich weiß. Zum Glück wird hier kein Bedroher mehr gemacht, das nervt dann nicht mehr ganz so sehr. Aber zum Glück, hier reicht bis hier ja, um jedes Pokémon hier kaputt zu beißen. Ich meine, um jedes Pokémon mit einem Schlag zu besiegen. Auf jeden Fall mit einem starkes Garnos, das hatte ich eigentlich noch nie, ne? Ich habe mir immer so vorgenommen, andere Viecher, also ja, Pokémon zu trainieren. Wie zum Beispiel für gewöhnlich. In der ersten Generation hier, da ist mein Wasser-Pokémon eigentlich ein Krabi, also ein Kingler. Ey, wow, haha, das nicht mal Jackpot. Jackpot. Das ist ja wirklich mein Jackpot hier. Hoffentlich wird das nicht besiegt. Nee, wird's auch nicht. Das nenne ich mal Jackpot. Das ist so ziemlich das wertvollste Pokémon, was ich hier, glaube ich, aus dem Pokémon-Turm rauskriegen kann. Ja. So. Ja, eigentlich das Wertvollste, meiner Meinung nach, weil Nebulak, naja, wer will das schon? Ja, Tragosso gefangen. Sonst wären ja, glaube ich, alle Geister. Ich weiß nicht. Ich glaube, Tragosso kann man eigentlich sehen. Würde man eigentlich sehen können. Ich weiß nicht. Ich hab den Turm hier noch nie ohne Silphscope durchgemacht. Tragosso, noch nicht. Also auf jeden Fall, ja. Ich werde das hier ja also dreimal froh für Pokémon. Wuhuhuhu. Ist zwar nicht jedermanns Spiel, aber egal. Ich bin sie erstmal durchbekommen. Dann geht erstmal Minecraft. Danach geht Minecraft Let's Play erst in die nächste Runde. Und dann habe ich vielleicht. Ja, ich habe wieder irgend so einen Platz hier frei. Ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich so vor, mit einem Kumpel ein Pokémon Together zu machen. Und zwar von Kristall. Also von der Johto-Region auf dem Game Boy Color. Also, ja, Game Boy Color eben. Und naja, das ist aber erst ferne Zukunft, ja? Zukunftsmusik. Und außerdem habe ich halt habe ich mein Outro-Bild ja wieder rausgenommen, aber naja, sollte, glaube ich, niemanden so wirklich stören. Und dann nehme ich hier einen Superball. Okay, wir haben vorhin einen Pokéball geworfen, aber egal. Superball bringt es auch. Ein Geist, nein, oh, warum denken die alle, dass ich ein Geist bin? Ich sehe aus wie ein Mensch. Das ist auch mal wieder nicht verständlich. Paula. Jetzt Nebulak ein. Für gewöhnlich, also wenn man sich das mal so anguckt, ne, ein Team von einem hier nach dem Pokémon-Turm sieht eigentlich ziemlich malträtiert aus. Sieht das malträtiert aus? Ich weiß es nicht. Abgehackte Schirme, yo. Yo soll ich lieber lassen. Naja, auf jeden Fall haben wir das hier abgearbeitet. So, ja, sollte passen. Wohin ist der Geist gegangen? Ja, woher soll ich das wissen? Ja. War hier oben etwas? Na, erstmal ein Nebulak. Okay. Level 18. Ach, egal. Ich fange mir jetzt einfach mal ein Nebulak. Wird mir jetzt auch zu bunt. Wird mir auch zu bunt hier. Fange ich mir Nebulak. Habe ich einen schönen Pokédex-Eintrag. Also, dass ich kein Nebulak gefangen habe. Wenn es natürlich den Drachenwut aushielt. Ich habe keine schwächere Attacke, die auf Nebulak wirksam ist. Gott. Nee, da oben war nichts mehr. Dann gehen wir hoch. Ja, der Kreis da war ja der mystische Kreis. Es gibt kein Entkommen. ja. Gegen Root. Ja, Root. Setzt Nebulak ein. Das Nebulak ist sogar schwächer als die vom letzten Stockwerk, ja. Also, naja. Eigentlich doch schon ziemlich erbärmlich. Aber erstmal kommt hier der nächste Biss. Ja, habt ihr auch Hunger? Ich nicht, hab von gegessen. Aber egal. Level 31 Gyarados sollten wir haben. Ja, yep, haben wir auch. Aber eigentlich ist so ein Pokémon Let's Play eigentlich immer relativ langweilig, ne? Eigentlich. Wenn man halt keine so Pokémon Community hinter einem hat, ist so ein Pokémon Let's Play eigentlich für die Zuschauer ja immer total langweilig. Und wow, lass den Schützen reich betreten. Und ein Schutzband erhalten. Yo. Oh, da unten ist noch ein Item. Ah, schön. Nehme ich mir auch mal. Zombies! Da spielt wohl jemand Minecraft hier in Pokémon. Oder auch nicht. Obwohl, ne, Zombies gibt es ja auch oft genug. Ja.
Reime. Also, ja. Nebulak. Okay, da kommt Nebulak um die Ecke. Ah. Ich muss nach unten scrollen. Oder schon nicht scrollen, das unten die untere Attacke auswählen. Was ist daran eigentlich so schwer? Ich verstehe es nicht. Ah, hey, hey. Komm schon, du kannst dich überbrücken, du kannst dich überbrücken. Ja, tut's auch. Schön gemacht, Garados. Und 400 EP, das ist eigentlich relativ wenig, ja? Reime. Warte, ich spreche jetzt immer Reime auf. Du kannst auch Jaime oder... Ach, ich lass es einfach mal, ja? Ist nicht meine Sprache, nicht mein Ding. Also, kein Ding für mich. Und wir brauchen eine Attacke, die das Ding dann nicht tötet. Und tötet eine Drachenwut das Nebulak? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nee, tut's nicht. 18 KP Schaden. Ah, Mann. Ach ja, und seit wann hat Garados eigentlich wieder volles Leben? Ach, ich habe keine Ahnung. Ah, dann werfen wir mal Pokéball. Wir wollen unsere Superbälle. Ich gehe irgendwie total sparsam immer so mit den höherklassigen Bällen um. Es sei denn, ich habe schon mindestens einmal den höherklassigen Ball geworfen. Dann gehe ich damit um, als wäre es gar nichts. Also höherklassige Bälle halt so. Hyperball, Superball. Ist beide stärker als ein Pokéball. Und naja. Ein Nebulak, nein, bitte nicht. Vor allem bin ich auch schlecht daran, irgendwelche Spitznamen zu geben. Vor allem mag ich irgendwie so deutsche Spitznamen eigentlich überhaupt nicht. Und zum Glück haben die es nicht so. Haben die es nicht so asozial programmiert, dass man hier dann da hinten eingequetscht wird. Nein, zum Glück nicht. Da würde das Spiel sich hier. Mareike. Namen? Ich kenne nur einen anderen Namen, aber naja, egal. Level 22 schon wieder. Warum sind die alle so schwach? Mann. Frau. Da wird Biss eingesetzt. Ist auch einer der neueren. Nee, Biss war früher eine normale Attacke. Wusstet ihr das eigentlich schon? Dass Biss eine normale Attacke war? Haha, konnte man ein Psycho-Pokémon gegen Biss einsetzen. Das war relativ schön, wenn man sich mal so anguckt. Relativ, ja, richtig schön. Dann geht's da hoch. Obwohl, nee, die Trainerin hier hinten haben wir noch nicht abgeräumt. Okay, besiegt. Gib mir deine Seele. Hat ja wahrscheinlich gerade ein bisschen anders gehört. Angehört. Naja, gehen wir kämpfen gegen Brunhilde. Exorzistin Brunhilde. Also Exorzisten überall. Sie setzen Apollo ein. Napollo. Alpollo, nicht Apollo. Apollo ist was anderes. Also Alpollo, wenn ich bitten dürfte. Vor allem ist es ein Heck-Alpollo, wenn man sich mal das Level anguckt. Es ist noch nicht besiegt. Aber es schreckt zurück. Immerhin etwas. Aquavelle. Ach ja, stimmt. Garados hat ja volle KP wegen dem Ring. Ja, da war ja was. Brunhilde. Puh. Also, Puh. Puh. Das Deutsche, nicht das Englische. Puh mit Doppel-O. Und kein direkter Kampf. Immer noch nicht. Ah, jetzt geht auch. Ich brauche Blut. Kann mal jemand einen Krankenwagen holen? Naja. Marika. Das ist Nebulak. Drei Nebulaks, glaube ich. Ja, da steht stark dann raus. Okay. Ja, ich spule mal ein bisschen weiter voraus. Es sei denn, natürlich, man muss A drücken, da kann man natürlich nicht vorausspulen. Aber, naja. Passt auch zu A. So, ist weg. Also, ihr seht ja die Kämpfe, ne? Das ist ja kein Problem. Da geht's rein. Ich lehne mich mal wieder zurück in meinen Stuhl. Das Ganze wird immer kleiner. Ach, egal. Ich bin noch nur stark kurzsichtig. Ah, das liebe ich auch schon so von Natur aus, also keine Sorge. Gibt's 400. Marika besiegt. Wo bin ich? Warum leiden die Leute hier an Alzheimer oder so? Also, ich weiß nicht. Sie reden die ganze Zeit so, als würden die Alzheimer haben. Ich will ja hier niemanden diskriminieren. Und dann, ho. Ja, das kennt man doch schon. Das kennt man doch schon, ja. Marianne. Mit ihrem Nebulak. Level 24. Mit dem französischen Akzent in Deutsch. Ach, das ist eigentlich nur ein total Vorurteil wahrscheinlich. Jawohl. Na, nächstes Jahr kommen die Franzosen. Okay, ja, diese Woche fahren die, also jetzt wo er das sieht, bin ich
So, ich bin zwar auf Französischkurs, ne, aber ich gehe nicht auf Französisch Austausch. Ich bin hier immer noch zu Hause. Die Hälfte der Klasse, von meiner Klasse ist dann weg in Frankreich. Hört sich an wie weg in Frankreich, aber naja, wer will schon zurück. Okay, ich lasse es lieber mal an dieser Stelle. Bevor es jetzt noch ein bisschen ausartet. Aber Hannelore. Kraft. Wie viel Level? 24, Nebulak, finde ich schön. Finde ich richtig schön, wir haben gleich einen Garados Level 32. Ich lehne mich mal wieder zurück. Ich sollte mal damit aufhören, mich hier ganz nach vorne zu lehnen. Oder nach vorne zu bücken. Passt nicht. Nebulak besiegt. Ein schönes Garados. Ja, okay. Hannelore, irgendetwas hat mich verlassen. Vielleicht bin ich es, vielleicht war es dein Geist. Oder vielleicht dein Alzheimer, ich weiß es nicht. Ja, noch ein Item. Ich glaube, da kommt gleich ein... Ja, doch, da kommt gleich, glaube ich, Knog... Oder, ich weiß nicht, wie spricht man das eigentlich aus? Knogger oder Nogger? Also, Nogger, so was man das gar nicht ausspricht. Das gibt's ja, ne? Also, ich rede ja hier keinen Schwachsinn. Ja, es gibt ja so, welche Sprachen sprechen das Kajan oder den Anfangsbuchstaben ja nicht aus. Das kann ja Nogger, ne? Nogger. Wir bleiben lieber bei Knogger. Das kann man ja nicht fangen. Verschwindet, Eindringlinge. Vor allem kann das Pokémon sprechen. Kann ich auch. Ja, so sehen die Pokémon aus, wenn man hier ohne Susko reinläuft. Also, ja, hier sieht das. Susko hat den Geist identifiziert. Der Geist war Knogger. Da kommt Garados. Also, Knogger ist sowas schwächer als mein Garados. Das ist, boah, mal eine gute Nachricht. Oder das bedeutet ja einfach nur, dass ich meine Pokémon hier trainiere. Ja, dass ich die trainiere, ja. Fast schon. Und, oh, das ist aber eigentlich relativ wenig, was ich da abziehe. Silberblick. Und gleich kann man schlecht. Ne, Knochenkeule hat ja keine Wirkung. Aha. Sprung-Attacken sind ja hier total weg. Also total nichts gegen Garados. Verwirrt? Ja. Also ich lege auch seit 9,4 Wert auf Verwirrung. Und das müsste Bump. No, leider nicht. Was ist das Energiefokus? Das Pokémon kann ich auch nicht fangen, ne? Also ich lasse es lieber mal. Ich werde es auch nicht demonstrieren. Zeckel müsste treffen, ja. Und weg ist es. 500, Mann, das ist ja kaum mehr als Nebulak. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Und jetzt treten wir mal ein paar Leute in den Arsch, ja? Nummer 1, dem wir in den Arsch treten. Okay, ich sollte das lieber mal lassen, ne? Also das Wort nicht mehr erwähnen. Zubat. Ja, komm schon, mach mal hin. Ah, so, ja, achso, ja, ich drücke die falsche Taste. Aha. Also, auf Shift habe ich hier mein Vorspulen und ich habe gerade Y gedrückt. Also sogar zwei. Ja, super schön. Also sogar zwei Tasten falsch. Ja, okay, passt. Eigentlich buggt das hier irgendwie so rum. Bei Gelb funktioniert das einwandfrei, aber hier funktioniert das nicht ganz. Also, das mit Vorspulen, dann kommt da manchmal immer noch so der hinterherhängende Ton. Der zu schnell geratene Ton, sagen wir so. Dann passiert im Kampf ja eigentlich nichts Besonderes. Das mit den Trainer-Sequenzen kam, glaube ich, erst bei der vierten Generation. Also wo die Trainer so ins Bild da kommen, nur wenn ihr letztes Pokémon auf Gelb ist, also auf gelbem KP stand, ist gar anders, weil das immer noch nicht kaputt. Wenn er so auf gelbem KP stand ist, ne, dann kommen die ja so ins Bild, sagen irgendwas mit Döner. Okay, vielleicht nicht mit Döner, aber mit irgendwas mit Rache und keine Ahnung, du besiegst mich nicht, blablabla. Und dann geht's ja weiter und deren Pokémon ist wahrscheinlich sowieso in der nächsten Runde kaputt. Ach, ist noch nicht so weit. Wir sind in der dritten Generation. Auf jeden Fall, was war eigentlich euer erstes Pokémon-Spiel? Ach, da laufen die alle davon. Was war eigentlich euer erstes Pokémon-Spiel, was ihr jemals gespielt habt eigentlich? Obwohl, es kommt jetzt eigentlich relativ spät in der Folge. Egal, wer hier ist, schreibt mal unten in die Kommentare. Muscheln. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Muscheln. Wenn keine Muscheln stehen, ja, dann sehe ich euer kleines Geheimnis da. Egal, erstmal kommt hier Garados. Ja, du bist ein fucking Garados. Ah, das reicht immer noch nicht. Also, das reicht. Eigentlich ist mir so ein Psycho-Pokémon eigentlich relativ gerne. Also, so ein Typ. Das Traumato ist ein Hypno. Theoretisch. Und glaube ich, dass das Ding nicht kaputt ist. Alter, hält das Ding viel aus heutzutage. Ja. So. Also ein Hypno ist eigentlich relativ stark, ne? Nur man vertraut eher auf ein Starmie oder auf ein Simsala. Ja,
man Let's Play zufällig alleine. Kennt ihr das Problem? Ja, ich schon. Und deshalb kann man hier eigentlich auch nicht so vernünftig tauschen. Es sei denn, kann man eigentlich zwei Gameboys gleichzeitig anmachen und dann darüber tauschen? Ich weiß nicht. wär aber mal was, ne? Wenn das hier wirklich mal so wäre. Ach, ich spule die Kämpfe aber mal vor, ja. Drachenwut. Ja, die haben mehr als 40 KP. Damit hat man auch rechnen können. Oh, nochmal Drachenwut. nochmal die Wut des Drachen. Und jetzt nochmal Zubat. Und dann nochmal hier vorspulen. Donnerblitz, blablabla. Ein Ratzfratz. Ne, ich wollte Menke nicht mehr trainieren. Aber ich muss nochmal sehen, also, ja. Ich nehme jetzt mal so ziemlich viel im Voraus auf. Das Ganze ja, dreimal dann pro Woche gekommen. Hat dann ein bisschen mehr Pokémon-Action, weniger Minecraft. Okay, doch, Survival-Games kommen dann ja immer noch vernünftig. Aber dann habe ich. Nee, gestern kam ja eine Folge Herorin raus. Müsste eigentlich. Und Team Rocket besiegt. Bla 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 bla. Du wirst nicht ungestraft davon kommen. Mr. Fuji, was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Zagossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Klogger sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße des Turms. Ja, das sind wir. Und mit Pokémon-Clubhaus. Und Schalter Kaktron, ne? Mr. Fuji, Daniel! Du kannst dein Pokémon nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genug Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Nee, halt, Daniel hält eine Pokéflöte. Daniel packt Pokéflöte in Basis-Item-Tasche. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Das nutzen wir auch mal aus, aber dann beende ich erstmal diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.